Hallöchen alle miteinander. Ich bin gerade am Frankfurter Hauptbahnhof und ich habe hier heute Nacht übernachtet in einem Hotel am Hauptbahnhof. Das Hotel war prima. Aber ihr könnt euch nicht vorstellen, was an diesem Frankfurter Hauptbahnhof rund um dieses Gelände hier los ist. So viel Elend, so viele Dealer, so viele offen auf der Straße sitzende Fixer und Fixerinnen, so viele kaputte, kranke, furchtbar in einem schrecklichen Zustand sich befindende Menschen habe ich in meinem ganzen Leben nicht gesehen. Noch nicht mal in Detroit. Das ist super krass. Und gerade bin ich an zwei Polizisten vorbeigegangen. Die Polizeipräsenz hier ist natürlich total hoch. Und bin hingegangen und habe gesagt, Respekt, ja. Respekt, dass Sie hier Ihre Arbeit noch machen. Weil das ist richtig, richtig krass. Das ist nicht von dieser Welt. Zumindest nicht von dem Frankfurt und auch dem Deutschland, was ich mal kannte. Dass das Frankfurter Bahnhofsviertel krass ist, okay. Aber so offen gelebtes Elend habe ich wirklich noch nie in diesem Land gesehen.